Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und zum ersten Mal nach über einem Jahr kommt wieder ein Orakel und zwar das Abendspiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München. So, ja, die erste Halbzeit werde ich natürlich mit Leverkusen spielen und die zweite Halbzeit mit Bayern München. Jawohl. So, ich werde auf jeden Fall so spielen, wie es jetzt eingestellt ist, also mit den Aufstellungen meine ich. Ja, ganz herzlich willkommen, also ich tippe mal auf ein, zu unserem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Ja, es wird schwierig, es könnte ein Unentschieden werden, dann sage ich mal 2-2, aber ich denke mal, so wie Leverkusen im Moment drauf ist, schätze ich 1-2-1 für Leverkusen, aber ich hoffe natürlich für meine Bayern hier, dass sie gewinnen und auf Platz 1 kommen oder bleiben. Ich kenne aber im Moment nicht die Tabelle. Sorry. Jo. Wir schauen mal. Wir skippen das hier mal und dann starten wir in das Spiel. So, los geht's. Grimaldo. Ah, Grimaldo habe ich auch in Ultimate Team. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Ah, ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Für wen ihr seid. So, los geht's. Keiner hier vorne, na toll. Oh, schade. Das war nicht so gut gemacht. So, gehen wir mal drauf hier. Ah! Manuel Neuer, Leroy Sané steht mit Thomas Müller ja. auf dem Flügel und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Das ist ein vielversprechender Pass. Auf geht's nach vorne hier und nein. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. War nicht so gut gemacht von mir. Musiala. Musiala. Das ist bei Goretzka. Harry Kane. Musiala ist das. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Schick. So, Schick. Schick. Ja, die Fans. Boah. Der war nicht schlecht, Alter. Super von Neuer. Er hält den Ball. Ja. So, Eckeball. Ball kommt lang. Ach. Das war geklärt. Jonas Hofmann. Oh, der war. Oh! Ich dachte, ich käme nicht mehr dran. Oh. Chance vertan. Also, ich spiele hier auf der PS5. Kane. Musiala ist das. Falls ihr das wissen möchtet. Harry Kane. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Oh. Nein, Ball verloren. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Doch. Oh. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Oh. Gerade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Die Bayern wären dann natürlich gerne in Führung gegangen, aber das war eine Glanzparade. Den musst du erstmal halten. Jetzt heißt es schnell umschalten, Gegenangriff läuft, das sieht. Und los geht's. Grimaldo. Das kann die Führung werden. Der Ball geht ins Tor aus. Das. Ach komm. Kann ja nicht wahr sein hier. Komm auf. Müller am Ball. Oh. Goretzka. Musiala ist das. Masraoui. Ah. Musiala. Musiala. Goretzka ist das. Goretzka. Gute Aktion. Nein. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Oh, oh. Harry Kane. Wir haben das erste Tor des Tages. Und wer war's? Natürlich wieder einmal Harry Kane. So, jetzt muss ich noch mehr Gas geben hier.
könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Hofmann. Schick. So kann er dann nicht absolut gelbwürdig. Eigentlich war es ein hier. Berechtigte gelbe Karte gegen den FC Bayern. Absolut. Masraoui hat gelb bekommen. Dass er hier nicht rot sieht. Nicht gut genug der Freistoß, so wird das nix. Aber was mache ich denn? Doch den Ball. Oh, da geht er vorbei. Früh wird er jetzt gestört. Komm, geh doch dran. Oh, hey. Musiala. Musiala. Kane ist das. Kane. 45 Minuten. Ah. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. So an die Schietes. So. Jetzt spiele ich in der zweiten Halbzeit mit Bayern München. So. Jetzt mit Bayern München. Ich guck mal gerade hier. Noch irgendwas aufstellen. Ich hole hier Masraoui raus. Und hier den neuen Spieler Boe. So, und dann geht's weiter. Mit der zweiten Halbzeit. Und die startet jetzt. So, Musiala, Pavlovic. Der Ball rollt in diesem Moment wieder. Ich glaube, Leverkusen hat 30 Spiele gemacht und noch keine Niederlage. Das ist, ja. Ist eine gute Bilanz. Kane. Davis. Davis. Ball soll zu sein. Ach. Und das ist ein Ball für ein Tor. Oh, ja, ja. Ah! Wir schauen auf Harry Kane. Der hat viel gezeigt in Durchgang 1, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und Kane, auf Kane. Platz jetzt. Was? Riesenchance. Oh. Er macht ihn rein. Leeres Tor. Jawohl, 2-0 für Bayern München. Komm jetzt. Der Hurricane. Der Hurricane. Ah, Ballverlust. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mache ich denn da manchmal? Unnötige Pässe. Wird's. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Kane. Ah. Ballverlust bei Leverkusen. Goretzka. Leon Goretzka. Pass kommt gut. Die Riesenchance. Sie sind mit 3. Pavlovic. Schönes Tor, wieder so eine schöne Aktion. Ich könnte eigentlich mal noch mal wechseln, oder? Was für ein Tor. Hier kommt noch mal die Wiederholung. Ich wechsle noch einmal. Und zwar den hier raus. Da holen wir mal den neuen hier, den Saragossa. Ja. Okay, Kim, weiß ich nicht, ob der heute spielen wird. Mal gucken. Upamecano ist auch fraglich. Ich glaube, der ist noch verletzt. Ja. Okay. Gehen wir weiter. Der Ball steht genau unter der Latte ein. Massarbeit. Wechsel jetzt bei den Bayern. So, Saragossa habe ich ja noch nicht spielen gesehen. Boe schon. Boe. Boe. Leverkusen mit einem Ballverlust.
Da ist er schon. Boe. Ne, Saragossa. Brian. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ball kommt an den langen Pfosten. Sané. Aber ich glaube nicht, dass das so ausgehen wird heute. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt also ein bisschen zu hoch. Ich weiß gar nicht, wie ich die Schwierigkeit eingestellt habe. Keine Ahnung. Ich habe hier einfach gestartet. Boah. So, holen wir uns den Ball hier wieder. So. Sehr schön. Sané. Gut durchgesetzt, gefährlich. Das war heute schon sein drittes. Nein, 5-0. Ich denke, das Tor muss sich der Keeper ankreiden lassen, steht da falsch. Und das nutzen sie aus, machen das Tor. Geil wäre es schon. Also so ein hohes Ergebnis, aber Palacios. Ich glaube schon, dass Bayer Leverkusen natürlich ein Tor macht. Zwei. Gefährlich, schönes Dribbling. Sehen wir ja dann heute Abend. Wird's. Den Ball hat Neuer ganz ohne Probleme. Klarer Rückstand für die Gastgeber. Gleich bekommen wir hier den Schlusspfiff. Was war heute los? Nein, da wollte ich doch gar nicht hinschießen. Wir waren nie drin in dieser Partie, waren zu langsam. Und auch als sie dann zurücklagen, als alle dachten, jetzt kommt eine Reaktion, jetzt schlagen sie zurück, kam nichts. Also wirklich ein ungewohnter Auftritt. Und keiner läuft mit, wirklich. Da ist Sané in der Mitte. Ah. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Da passt der Torhüter auf. Na gut, 6-0 wäre ein bisschen übertrieben. Wechsel bei Leverkusen. Ecke kommt in den 16er. Aber am Ende machen sie nichts draus. Ballgewinn war fast abzusehen, weil sie hier... Oh, einfach mal drauf gesammelt. So, gleich ist das Spiel zu Ende. Frimpong. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Auf geht's. Aber das macht er gut. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Oh. Noch einmal eine Ecke und dann war's das wahrscheinlich. Ecke kommt lang. Ball ist erstmal wieder raus. Sané. Er geht dazwischen. Jetzt schießt er. Ja, das war's hier. 5-0 für Bayern München. Aber ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass Leverkusen oder Bayern oder sogar unentschieden. Man weiß es nicht. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen. Schreibt eure Ergebnisse oder Tipps in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.